beginnen mit Professor Heinz Reinders von der Universität Würzburg, den ich nochmal explizit und ganz herzlich begrüßen darf, auch deshalb, weil Sie von meiner alten Alma Mater kommen. Ich habe dort studiert, ich kenne die Uni Würzburg gut und es gibt noch einen zweiten Grund, weshalb ich mich freue, dass Sie hier sind, weil wir über Ihre Gastfreundschaft das Hochschulnetzwerk 2009 an der Universität Würzburg in einem ähnlich festlichen Rahmen, nämlich in der Residenz, gegründet haben. Damals noch als Netzwerk, also als informelles Netz, und inzwischen ist es ja auch etwas mehr institutionalisiert worden. Damals waren es 5 Universitäten und eine Fachhochschule. Die Idee war, das ähnlich zu machen wie die amerikanischen Kollegen, nämlich den Campus Compact nachzubilden und Hochschulleitungen zu bitten, Mitglied dieses Netzwerks zu werden. Wir sind nicht ganz so erfolgreich bisher wie die Kollegen in den USA. Dort sind etwa 1200 Hochschulen insgesamt Mitglied des Hochschulnetzwerks, des Campus Compact. Wir haben nach kurzer Zeit eigentlich bisher so circa, wir nehmen heute Abend noch neue auf, circa 35 Mitglieder. Das ist für Deutschland gar nicht so schlecht. Wir kommen so langsam an die 10%-Marke. Aber die Frage steht und fällt natürlich, sind wir auf, die Frage des Erfolgs des Hochschulnetzwerks steht und fällt natürlich auch mit der Frage, sind wir denn auch erfolgreich? Und deswegen ist es wichtig, dass ich das Thema Service Learning auch dem kritischen Blick von empirischer Forschung stellt. Und Professor Heinz Reinders ist der Kollege, der in Deutschland, glaube ich, am intensivsten sich mit dem Thema empirisch auseinandergesetzt hat. Sie stehen für einen wissenschaftlichen und forschungsbasierten Zugang zu Service Learning und beklagen auch in ihren letzten Veröffentlichungen das Fehlen von einer theoretischen und empirischen Grundlage. Und vor allem dieses Fehlen führt dazu, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, wie wirkt eigentlich Service Learning. Das ist Ihr Thema heute. Ich darf aber, bevor ich Sie bitte, zu diesem Thema zu sprechen, vielleicht ein bisschen was zu Ihrer Person sagen. Herr Professor Reinders hat Erziehungswissenschaften, Psychologie und Soziologie an der FU Berlin studiert und nach mehreren Stationen in der Wissenschaft im In- und im Ausland ist er seit 2007 Inhaber des Lehrstuhls Empirische Bildungsforschung an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Sein Lehrstuhl führt seit vielen Jahren Service Learning Veranstaltungen durch, in ganz unterschiedlichen Bezügen, ist einer der ersten, der das in Deutschland gemacht hat und ist einer der wenigen Lehrstühle, der dafür auch mit einem Preis Deutschland Land der Ideen ausgezeichnet wurde, speziell im Bereich, wenn ich es richtig recherchiert habe, im Bereich Mädchenfußball oder Frauenfußball, richtig, für in diesem Bereich. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag, der, glaube ich, uns nochmal nicht nur ein bisschen genauere Kenntnis über die Frage bringen wird, was heißt eigentlich Service Learning, was heißt es auch unter empirischen Gesichtspunkten, sondern auch uns vielleicht noch ein bisschen ernüchtern wird. So deute ich zumindest Ihren Titel, Wollen und Sein, was Service Learning leisten soll und leisten kann. Bitte, Herr Reinders. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Dafür, dass wir auch hier in diesem schönen Hochschulschloss sein können, die Möglichkeit dazu haben. Wir haben ja hier eingeführt in die Historie dieses Schlosses. Mal gucken, ob wir einen historischen weiteren Meilenstein hinzufügen können. Ich möchte mich auch nochmal ganz besonders bei Thomas Sporer bedanken für die Einladung, der mich lange Zeit behagt hat und überzeugt hat, hier zu sprechen. Kollege Wolfgang Stark hat es gerade schon angedeutet, es könnte sein, dass ein wenig Ernüchterung vielleicht Teil meines Vortrages ist.
Falls Sie vielleicht die eine oder andere Publikation auch aus der grauen Literatur bei uns vom Lehrstuhl gelesen haben, dann wissen Sie, dass wir einerseits unglaublich engagiert sind und uns viel reinhängen in Service Learning, auf der anderen Seite aber auch gern mal auf die Bremse treten, was die Erwartungshaltung angeht, die Erwartungshaltungen angeht, die mit Service Learning verbunden sind. Das ist auch ein bisschen verknüpft mit meiner Wissenschaftsbiografie. Wenn ich diese beiden Seiten mal nehme, besonders engagiert im Bereich Service Learning, dann hat das was damit zu tun, dass ich am Lehrstuhl von Professor Hofer meine Ausbildung genießen durfte im Bereich der pädagogischen Psychologie. Manfred Hofer, das wissen Sie alle spätestens seit der letzten Keynote, die er gehalten hat, ist die Person, die man wirklich als sozusagen die Initialzündung von Service Learning im Hochschulbereich interpretieren kann in Deutschland. Und er hat damit 2001, kurz bevor ich nach Mannheim gekommen bin, angefangen, über Service Learning nachzudenken, hat es dann angefangen umzusetzen und irgendwann hat er auf dem Flur zu mir gesagt, Herr Reinders, Sie wollen doch bestimmt auch mal Service Learning machen. Ja, dann will ich das wohl, Herr Hofer. War überhaupt gar nicht begeistert, weil ich schon so die Ahnung hatte, das könnte eine ganze Menge Arbeit sein. Das war es dann natürlich auch. Das erste Seminar ist auch wirklich völlig daneben gegangen. Es ist alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Hat mich aber dann doch der Ehrgeiz gepackt und habe immer so zu Herrn Hofer rübergeschickt und gesagt, bei dem funktioniert es irgendwas. Irgendwas muss da schon dran sein. Und seit 2002 versuche ich immer ein bisschen besser zu werden mit den Service Learning Veranstaltungen. Vor allem, weil ich mittlerweile ein ganz tolles, engagiertes Team habe, die sich da auch wirklich reinhängen. Das ist so die eine Seite von Service Learning. Auch diese Begeisterung, dieses nach wie vor für die Idee von Service Learning brennen und zu sagen, das ist ein hochschuldidaktisches Konzept, das ich gerne vertrete, sogar so gern vertrete, dass wir gesagt haben, wir binden es als Wahlpflichtmodul in den Bachelor Pädagogik ein. Wir waren damals die Ersten in Deutschland, die gesagt haben, in den Bachelor Pädagogik binden wir das Ganze als ein eben reguläres Modul ein, das für alle Studierenden am Anfang verpflichtend war. Davon sind wir ein bisschen wieder abgerückt aus verschiedenen Gründen, haben aber das da im Grunde in diesem Bereich dann fest implementiert in einem Bachelorstudiengang Pädagogik. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, und das hat auch viel mit dem zu tun, da werde ich fast ein bisschen nostalgisch, obwohl ich bin erst 44, es hat ein bisschen was mit dieser Urkunde zu tun, die hängt nämlich nach wie vor noch in meinem Büro, also nicht die der Folkwang-Universität der Künste, sondern die der Universität Würzburg. Die haben wir nämlich damals bei der Gründung des Hochschulnetzwerks an alle Gründungsmitglieder dieses informellen Netzwerks ausgeteilt. Und dann in der Folge habe ich mich eigentlich so ein bisschen sukzessive inhaltlich aus diesem Netzwerk und auch so von der eigenen Person verabschiedet. Das hatte einen Grund, nämlich der, um den es auch heute bei dem heutigen Vortrag geht, dass mir die Erwartungen relativ schnell, relativ hochgeschraubt wurden an dieses Konzept Service Learning. Ich mir immer die kritische Frage gestellt habe, was passiert eigentlich, wenn wir diese Erwartungen immer weiter hochschrauben und immer mehr nach außen hin zumindest Hochglanz signalisieren und dann aber mal wirklich jemand fragt, was kommt denn dabei raus? Bringt denn Service Learning das, was ihr alles versprecht, was ihr damit verknüpft? Diejenigen, die gerade an einer bayerischen Hochschule unterwegs sind, wissen, dass es durchaus auch ein kleines, mittlerweile bildungspolitisches Gezanke um Service Learning gibt. Es gibt politische Richtungen, die würden es gerne fest implementieren und denen darin ein vernünftiges Tool. Es gibt diejenige politische Position, die davon eher nicht so begeistert ist. Und da kommen natürlich spätestens dann, wenn es um Bildungspolitik geht und ein Konzept durchzusetzen, kommen natürlich dann irgendwann mal auch die Rückfragen, wenn das so toll ist, woher wissen wir denn dann, warum es so toll ist? Und da würde ich trennen. Und da sind sozusagen meine zwei Welten, die ich in mir vereine. Mein eigenes Engagement würde immer dazu führen, dass ich sage, ich glaube und ich erlebe subjektiv in meiner eigenen Lehre mit Studierenden, dass das den Studierenden etwas bringt, dass die motiviert sind, dass die sich für etwas einsetzen, wofür sie sich vorher ohne Service Learning nicht eingesetzt hätten. Und abgesehen davon, es macht mir auch noch selber Spaß. Ja, so, es darf ja auch ab und zu mal Hochschullehre selber Spaß machen. Dann ist aber die andere Seite, wo ich sage, das ist aber eben nur mein subjektives Empfinden. Das ist nur mein Glaube, dass es funktionieren könnte. Aber empirische Evidenz, ob und unter welchen Bedingungen, wissen wir im Grunde noch nicht. Und deshalb war für mich eher weniger der Schritt, die, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, bildungspolitische Vermarktung von Service Learning mitzugehen, sondern unser Weg war dann eher im Grunde zu sagen, wir befassen uns jetzt empirisch mit der Frage, was denn eigentlich Service Learning als hochschuldidaktisches Konzept bei und mit Studierenden leisten kann. Und davon handelt der heutige Vortrag. Und falls Sie unsere letzte Publikation gelesen haben, dann wissen Sie tatsächlich, jetzt wird hier kein Feuerwerk abgebrannt von Wirkungen, die wir bei Studierenden finden, sondern eher die kritische Frage, warum finden wir eigentlich im Moment
wenige, wenig systematische, im Grunde gar keine Befunde, wenn man es überspitzt formuliert, die dafür sprechen, Service Learning als etwas zu deklarieren, wo man sagt, das hat einen besonderen Benefit für Studierende. Das heißt nicht, dass wir diesen Benefit, wenn wir das Konzept weiter theoretisch kontextualisieren, dazu komme ich dann nachher noch, dass wir dann nicht die Möglichkeit haben, Anknüpfungspunkte zu finden. Aber wir sind nach meinem, wenn ich es ein bisschen wissenschaftshistorisch betrachte, nach meinem Dafürhalten im Moment in einer Phase, wo so auf die große Euphorie, die auch wichtig ist, die auch ein sinnvolles Fundament ist, um ein solches Konzept weiterzutragen, so ein bisschen die Phase der kritischen Reflexion über das, was wir eigentlich machen, kommen könnten. Und eigentlich ist dieser Gedanke gar nicht neu, sondern bei der letzten Keynote hat der Manfred Hofer genau diesen Gedanken schon gesponnen und gesagt, vielleicht brauchen wir einfach beide Seiten der Medaille, aber es ist sicherlich dann auch eine gemeinsame Medaille. Deshalb werde ich heute ein bisschen was zum Wollen sagen und werde dann auf der anderen Seite auch ein paar empirische Befunde aus unseren Studien mitbringen zum Sein, zu dem, was wir im Moment jedenfalls aus der Perspektive einer empirisch quantitativen Forschung wissen. Ich fange einfach mal mit dem Wollen an und da zitiere ich jetzt an manchen Punkten Aussagen, die dadurch nicht bloßgestellt werden sollen, sondern die lediglich signalisieren, dass eben die Erwartungshaltung sich sukzessive immer höher geschraubt haben in den letzten 10 Jahren, sage ich jetzt mal, und die gleichzeitig aber auch im Anlass sind für eine kritische Reflexion, die ich schon angesprochen habe. Ist das denn tatsächlich so? Es gibt aus einer relativ aktuellen Publikation von Herrn Lima, wo er ein Service Learning Seminar durchgeführt hat. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt heute hier anwesend ist. Gut. Service Learning Seminar im Bereich des Geschichtsstudiums mit Studierenden durchgeführt hat. Und er sagt eben, dass durch das Erlernen der Planung, Durchführung, Dokumentation und Reflexion von historischen Forschungsprojekten die Studierenden ihre fachlichen und methodischen Kompetenzen ausbauen können. Durch selbstorganisiertes und gemeinschaftliches Arbeiten können zusätzlich persönlich-soziale Fähigkeiten erworben werden. Das ist noch ein bisschen konjunktivisch formuliert, das kann sein. Ich als Hardcore-quantitativer Forscher würde sagen, na, eine Hypothese mit kann sein gibt es nicht. Ja, wenn ich sage, das kann eine Wirkung haben, dann kann es auch genauso gut keine Wirkung haben. So eine Hypothese lässt sich nicht falsifizieren. Deshalb wäre hier so ein bisschen das Hintertürchen drin, aber gleichzeitig schimmert natürlich durch, dass hier fachliche und methodische Kompetenzen ausgebaut würden oder werden könnten durch Service Learning. Aus seiner Wahrnehmung dieses Seminars, dass die Selbstorganisation persönlich-soziale Fähigkeiten in diesem gemeinschaftlichen Arbeiten schult. Das wäre jetzt so eine latente Erwartung, wenn ich Service Learning mache, kriege ich das als Benefit für die Studierenden mitgeliefert, unter bestimmten Bedingungen. Und da würde ich sagen, da sind wir schon relativ nah dran zu unterstellen, dass es mögliche Wirkungen gäbe, von denen wir aber nicht wissen, sind sie denn tatsächlich da und vor allem, wie können wir sie, didaktische Frage, auch tatsächlich durch die Veranstaltungskonzeption antriggern. Das ist aber dem Kollegen Riemer im Grunde gar nicht anzulasten, dass er so ein bisschen mit seiner Euphorie aus diesem subjektiven Erleben zu solchen Aussagen kommt. Erstens geht mir das häufig auch so, dass ich denke, ja, das war jetzt ein tolles Seminar, das hat Spaß gemacht und ich denke, die Studierenden haben da durchaus was mitgenommen, ohne dass ich es dann tatsächlich nachweisen kann. Aber er hat auch Vorbilder, die schon vor ihm signalisiert haben, was denn Service Learning alles kann. Die Nexus-Tagung der Hochschulrektorenkonferenz hat beispielsweise auf ihrer Webseite formuliert, Service Learning trägt zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der Berufschancen von Hochschulabsolventinnen und Absolventen als auch zu deren Persönlichkeit bei. Hier ist das Könnte schon mal weg. Das ist eine Aussage, die unterstellt, wenn wir Service Learning machen, steigt die Employability. Wenn wir Service Learning machen, trägt das zur Persönlichkeitsbildung von Studierenden bei. Studien aus dem US-amerikanischen Raum lassen durchaus diese Schlussfolgerung zu. In beiden Bereichen. Meta-Analysen über die verschiedensten Studien hinweg aus dem angelsächsisch-US-amerikanischen Raum lassen durchaus diese Schlussfolgerung zu. Nun sind wir leider nicht, oder im Moment vielleicht auch Gott sei Dank, wenn ich mir den Wahlkampf so anschaue, nicht in den USA. Hochschule ist anders in den gesellschaftlichen Kontext eingebunden in den USA. Community Service oder gemeinnützige Tätigkeit hat einen ganz anderen Stellenwert in einer Gesellschaft, die weniger sozusagen Staatsfürsorge oder Wohlfahrtsstaat hat. Und auch allein die Zahlen zeigen schon, die Kollege Stark genannt hat,
die Verbreitung des Grundgedankens, dass zivilgesellschaftliche Verantwortung ein Grundbestandteil einer Hochschule ist, das ist ein anderer Stellenwert, als wir ihn hier in Deutschland haben. Wir sind hier noch in dieser Diskussion, in diesem Prozess drin, genau diesen Gedanken der Öffnung nach außen, was wir vorhin auch schon hatten, die Öffnung nach innen, umzusetzen. Das heißt, für Deutschland ist diese Aussage zunächst mal einfach nicht bestätigt. Es gibt qualitative Studien, die durchgeführt wurden, auch Qualifikationsarbeiten, auch sehr gute Qualifikationsarbeiten übrigens, die auf der Basis von qualitativem Material sagen, ja, die Studierenden erleben das so. Das ist aber kein Wirkungsnachweis, sondern das ist der Nachweis einer subjektiven Theorie über die Wirksamkeit der Veranstaltung, was etwas anderes ist. Nicht nur epistemologisch übrigens, sondern tatsächlich auch bezogen auf die Folgerungen, die wir für die pädagogische Praxis aufsetzen. Denn hier wäre die Folgerung für die pädagogische Praxis, wenn ich Service Learning mache, verbessere ich die Employability. Daraus, und wirke an der Persönlichkeitsbildung, daraus entsteht ein pädagogischer Impetus. Dann muss ich es ja eigentlich machen. Was spricht dann dagegen, es nicht zu machen, wenn ich tatsächlich diese positiven Wirkungen habe? Oder ich gehe noch einen Schritt weiter und greife auf das Memorandum gesellschaftliche Verantwortung in Hochschulen zurück, eben des Netzwerks Bildung durch Verantwortung. Da habe ich jetzt drei Aussagen ausgegriffen. Durch die Bearbeitung zivilgesellschaftlicher Fragestellungen wird der Praxisbezug der Lehre erhöht, was die Motivation und Leistungsfähigkeit der Studierenden steigern. Okay, Hintertürchen kann. Andere Aussage, zudem entwickeln Sie im Rahmen Ihres Hochschulstudiums Einstellungen und Werte, die für Ihre Orientierung wie für Ihre Vorbildfunktion in der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen. Hier ist jetzt der Konjunktiv schon wieder raus. Sondern dahinter steckt eine Aussage, dass eben durch Service Learning sich Einstellungen und Werte bei den Studierenden entwickeln. Entwickeln heißt immer, es verändert sich etwas. Ich kann natürlich jetzt auch sagen, im Negativen, ja, dass deren Bereitschaft, sich in Zukunft zu engagieren, vielleicht dadurch abnimmt, dass sie mal zu Service Learning gezwungen wurden. Das ist auch durchaus möglich, ist aber hier wahrscheinlich eher weniger gemeint, weil es ja schließlich auch ein Memorandum ist, das auch außen signalisieren soll, was eigentlich die Mission dieses Netzwerks ist. Und schließlich ergänzend erweitern Sie Ihre Schlüsselkompetenzen, Ihre Netzwerke und Ihre Berufsfähigkeit. Auch hier würde ich sagen, ja, die internationale Forschung würde das durchaus stützen. Für den Kontext einer Hochschule, in dem Gesellschaftssystem, in dem wir uns bewegen, ist diese Aussage zunächst nach Stand jetzt so nicht haltbar. Letztes Beispiel, das ich gerne bringen möchte, ist, wenn es dann darum geht, dass die Vermarktung von Service Learning, die bildungspolitische Vermarktung, auch durchaus mit Interessen gemeinnütziger Vereine oder gemeinnütziger GmbHs verknüpft ist, dass beispielsweise für das Programm DOIT, was von der Agentur Mehrwert angeboten wird, da habe ich jetzt Service Learning einfach mal äquivalent für DOIT eingesetzt, weil DOIT wird angepriesen als ein Service Learning Konzept, gesagt wird, Service Learning fördert die personalen und sozialen Kompetenzen von Studierenden und dann werden dann eben diese Spiegelstriche genannt, Empathiefähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Eigeninitiative, Konfliktfähigkeit. Das müssen wir alles auf den Prüfstand stellen. Zum einen, weil ich es, glaube ich, ganz gut finde, dass ein System, das sich so ein bisschen in seine Komfortzone gerade bewegt, auch vielleicht so ein bisschen so ein geschlossenes System ist, vielleicht mal ein paar Irritationen bekommt. Und diese Irritationen dann dazu führen, dass man im nächsten Schritt überlegt, wie können wir eigentlich unsere Service-Learning-Praxis so begleiten, betrachten, reflektieren, dass wir überlegen, stimmt das denn so? Außerdem will ich eigentlich alles davon. Vielleicht sind ja gar nicht alle Ziele die, die ich verfolgen will, sondern vielleicht möchte ich mir noch auf ein konkretes Ziel, Bildungs- oder Erziehungsziel bei Studierenden fokussieren. Wenn ich aber mal alles zusammennehme, was man so in den verschiedenen Quellen findet, was mit Service Learning als möglichen Impacts oder tatsächlich als unterstellten Impacts verknüpft wird, dann kann ich das gliedern nach Person, Studium und Beruf, dass in diesen drei Bereichen Service Learning unterstellte, international durchaus nachgewiesen, aber für Deutschland im Moment sind wir noch ein bisschen auf einem blinden Fleck, Kompetenzen und Veränderungen mit sich bringen. Auf der Ebene Person, Empathie, Kommunikation, Initiative, Konfliktfähigkeit, Werte. Bezogen auf das Studium, erhöhte Motivation oder Fachinteresse, Leistungsfähigkeit, Schlüsselkompetenzen, wobei die könnte man vielleicht auch in dem Bereich Beruf noch ein bisschen mit rüberragen lassen. Zu beruflicher Vorbereitung, Studium als berufliche Vorbereitung, da ist Service Learning angeblich ein Tool zur Erhöhung der Employability, der Berufschancen und eben des Netzwerks. Das heißt nicht, dass ich persönlich nicht diese Punkte alle anzweifeln würde. Es ist mir einfach schon aus der
aus der eigenen Vermutung heraus durchaus plausibel, dass Studierende ihr Netzwerk erhöhen. Und ich finde auch immer Einzelfälle. Ich habe Studierende, die haben nach ihrem Service Learning in einem Jugendzentrum oder in einer Schule genau dort im OGS-Bereich dann einen Job gefunden. Oder aber sind jetzt in dem Jugendzentrum als Honorarkräfte tätig. Oder aber haben darüber, weil sie mit Lernsoftware gearbeitet haben, dem Lernsoftwarehersteller geschrieben und gesagt, irgendwas stimmt mit eurer Software nicht, ich finde das didaktisch irgendwie doof, was ihr da gemacht habt. Was machen Konzerne, die viel Geld haben, kaufen die Leute gleich ein und holen sich die Kritik ins Haus. Was ja klug ist. So. Das heißt, da würde ich sagen, ja, ich habe da durchaus Beispiele für. Aber das ist natürlich anekdotenhafte Evidenz. Und die haben wir alle. Und wenn wir alle anekdotenhaften Evidenzen zusammenwerfen, dann haben wir zunächst mal die Aussage, dass wir die selektive Wahrnehmung auf die anekdotenhafte Evidenz lenken. Damit haben wir noch keinen Nachweis der Wirksamkeit von Service Learning. Und das ist auch wirklich tricky, das ist auch schwierig. Und wir können uns nicht in irgendeiner Form dem Gedanken hingeben, wir seien in der Lage, durch eine Experimentalstudie, durch eine Laborsituation unter Kontrolle aller möglichen Nebeneffekte und Drittvariablen genau klinisch diese Wirkung herauszuarbeiten, die Service Learning hat. Aber darum geht es auch nicht. Worum es aber geht, ist, sich dem Ganzen anzunähern und einen ersten Schritt zu gehen. Auch auf die Gefahr, dass einem vielleicht die Ergebnisse am Anfang nicht gefallen. Und ich kann Sie jetzt beruhigen, nicht, dass Sie vielleicht gleich in eine Schockstarre verfallen. Wir machen Service Learning, obwohl wir selber diese Ergebnisse produziert haben. Wir haben deshalb nicht aufgehört. An einem Punkt haben wir nur, als wir die ersten Ergebnisse diskutiert haben, gedacht, oh je, vielleicht ist unsere Vergleichsgruppe von Studierenden, die in einem normalen Seminar sind und nicht in einem Service Learning Seminar, vielleicht sind wir da didaktisch zu gut. Vielleicht müssen wir unser konventionelles Seminar schlechter machen, damit auch ja rauskommt, dass Service Learning besser wird. Wir vermuten einfach, wir sind zu Didaktik verliebt, als dass wir uns das wirklich trauen würden, eine Veranstaltung mal wirklich schlecht zu machen für die Studierenden. Insofern kommen wir jetzt zu dem Sein der empirischen Befunde. Und da habe ich in dem Abstract das Bild des Scheinriesen bemüht. Ich habe in Vorlesungen mittlerweile so das Problem, wenn ich so Analogien schaffe zu Filmen oder irgendwelchen Theaterstücken oder so, dann merke ich, okay, ich bin zwar noch nicht 70, aber irgendwie schon so weit weg von dem, was die Hören gucken, dass ich immer ganz vorsichtig bin. Aber die Augsburger Puppenkiste und Michael Endes, Jim Knopf, ich glaube, das ist hier generationaler Konsens, oder? Alles klar, will jetzt niemanden beleidigen. Da gibt es eben eine Folge, Jim Knopf und der Scheinriese, sehr hübsch inszeniert von der Augsburger Puppenkiste, der das Grundprinzip hat, aus der Entfernung sieht dieser Riese eben, weil ein Riese ist, sehr, sehr groß aus. Also Dinge, die wir nicht kennen oder wo wir nicht genau wissen, was es eigentlich ist, erscheinen uns erstmal irgendwie groß oder bedrohlich. Und wenn wir uns diesen Dingen eben nähern, dann werden sie zu dem, was sie tatsächlich sind. Sie schrumpfen sozusagen auf ihre tatsächliche Größe zurück. Das ist so dieses Bild, das Michael Ende damit verknüpft. Und genau das Gleiche haben wir im Grunde mit unserer Forschung auch gemacht. Wir haben uns diesen Scheinriesen mal näher angeschaut, wobei wir uns, wenn man die Distanz nehmen will und ich das prozentual nennen würde, würde ich sagen, naja, wir sind vielleicht bei 20 oder 30% der Distanz, die wir zurückgelegt haben. Wir haben noch viel, viel Weg zu gehen, um uns diesen Scheinriesen genauer anzuschauen, haben aber ein bisschen was an Studien, und da sind wir dann auch nicht die Einzigen, die habe ich jetzt nur mal hier nach links gesetzt, das sind die Studienergebnisse, die wir aus verschiedenen empirischen Untersuchungen generiert haben. Wir haben aber auch aus dem Bereich der Schule zu Service Learning einige Studien, eine quantitative Studie von Carsten Speck und Kollegium und dann eben von Anne Slifka und Anne Seifert, zwei qualitative Studien, die eher in diesen Schulbereich dann reingehören, die aber, wie wir nachher noch sehen werden, durchaus gemeinsame Befunde bringen. Was ich jetzt gerne machen würde, ist Ihnen mal aus dem linken Bereich unserer Forschung, die wir bei Studierenden durchgeführt haben, so ein paar Ergebnisse geknüpft an das Modell oder an die Auflistung, die ich Ihnen gerade genannt habe, einfach mal zu zeigen und gleichzeitig auch sehr, sehr brühwarm Ergebnisse einer Studie präsentieren, die wir bei Schülerinnen und Schülern durchgeführt haben, wo wir im Längsschnitt geschaut haben, wie sie vor und nach ihrem Service-Learning-Projekt in der Schule in bestimmten Dimensionen abschneiden. Das sind wirklich die warmen Brötchen aus dem Ofen. Ja? Die muss man noch wirklich pusten und so ein bisschen in der Hand, weil das sind wirklich ganz, ganz brühwarme Daten, die wir hier präsentieren können. Also schauen wir mal, wie weit eigentlich unser Scheinriese tatsächlich schrumpft. Fangen wir mal mit dem Bereich der Person an. Erinnern Sie sich, hat ja gegliedert mögliche oder erwartete Einflüsse auf die Person.
Studium und Beruf. Ich greife jetzt mal ein paar Ergebnisse heraus zum Bereich des Studiums, der Person, Entschuldigung. Das ist jetzt hier aus der Studie, die ich gerade genannt habe. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die an insgesamt 10 Modellschulen in Sachsen-Anhalt, Bayern und Berlin an einem Programm teilgenommen haben, der Freudenberg und der Siemens-Stiftung, wo es um die Veränderung von Werten durch Service Learning im MINT-Bereich geht. Es waren sehr unterschiedliche, sehr kreative, sehr tolle Projekte dabei, von der Grundschule bis zur Sekundarstufe 2. Und unser Auftrag war es, neben einer qualitativen Studie und einer Dilemma-Studie bei Kindern, wo wir mit Dilemma-Interviews gearbeitet haben, eben auch in einer quantitativen Studie die Orientierung an Werten bei den Schülerinnen und Schülern zu erfassen, vor ihrem Engagement und 2 Wochen nach Beendigung ihres Engagements. Es sind insgesamt 165 Schülerinnen und Schüler, die wir mittels Fragebogen befragt haben, haben dafür extra ein neues Werteinventar entwickelt, weil die Stiftung auf 5 Werte besonderen Wert gelegt haben. Eins davon eben die Verantwortungsübernahme, wo die Schülerinnen und Schüler gefragt wurden, ich übernehme gerne Verantwortung, es macht mir Freude, dass ich andere sozusagen für andere Verantwortung übernehmen kann. Es sind insgesamt 10 Items, die die affektive, kognitive und die Verhaltensebene dieses Wertes adressieren. Und hier sehen wir nicht etwa einen Starfighter aus Star Wars mit diesen 2 Flügeln hier, sondern was wir hier sehen, ist eine Flatline, wenn man so will. Das ist nämlich die Veränderung des Wertes im Mittel und in der Variation. Ja, der Durchschnittswert hier als Polygonzug und jeweils die Streuungsbalken eben als die Streuung, die Varianz, die wir zu beiden Messzeitpunkten haben. Und beides bleibt im Grunde sehr, sehr gleich. Und wir finden auch keine Veränderung über die Zeit, wenn wir bestimmte Subgruppen uns anschauen. Verantwortungsübernahme als ein Wert, von dem wir annehmen, das könnte durch die Verantwortung für andere in diesem Service Learning Projekt oder Verantwortung für die Mitschülerinnen und Mitschüler im Projekt oder die Verantwortung für das Projekt selbst in irgendeiner Form dadurch sensibilisiert werden. Wir finden einzelne Schulen, genau gesagt 2 Schulen, bei denen funktioniert das wunderbar. Da schießt dieses Ding durch die Decke. Dummerweise können wir das als kleine Schulen mit den Einzelfällen, wenn man so will, mit den kleinen Fallzahlen nicht statistisch absichern. Nähert sich aber ein bisschen der Verdacht, vielleicht ist es doch tatsächlich die Einzelschule, die den Ausschlag gibt und nicht so sehr das Grundkonzept. So, dann haben wir auch Solidarität genommen. Viele der Projekte haben für und mit Menschen gearbeitet, die in irgendeiner Form Unterstützungsbedarf hat. Ein Projekt hat mit den Bewohnern, Bewohnerinnen eines Behindertenwohnheims eine Kräuterspirale gemacht. Eine andere Gruppe hat für Kindergartenkinder aus dem sozialen Brennpunkt naturwissenschaftliche Experimente erarbeitet, ist mit denen gemeinsam viel in der Natur unterwegs gewesen. Also sehr viele Projekte, die auch auf so etwas wie Solidarität potenziell abzielen. Dass das Ding jetzt hier absinkt oder der Starfighter da so ein bisschen so leichte Schieflage bekommt, das hat nichts damit zu tun, dass das statistisch bedeutsam wäre. Ja, also das ist auch stabil. Es ändert sich einfach nichts bei diesem Wert, bei diesen Schülerinnen und Schülern. Und so können wir das über die anderen Werte auch durchziehen. Und wir können das Ganze auch im Grunde für Bereiche der Reflexion, der Reflexionsfähigkeit hier nachweisen. Wenn man jetzt die Schülerinnen und Schüler aber nach dem Projekt gefragt hat, und das sind 2 klassische Konstrukte, die wir schon seit langem verwenden. Die haben wir aus Washington von Jim Yunis mitgebracht, zur sozialen Handlungswirksamkeit und zur Selbstbildveränderung. Dann sieht man hier, dass die Schülerinnen und Schüler gesagt haben, ja, ich habe ganz viele Dinge gemacht, die ich mir vorher nicht zugetraut habe. Ich habe Dinge über mich selbst gelernt, von denen ich vorher noch gar nicht wusste, dass sie zu meiner Person dazugehören. Selbstbildveränderung. Also subjektiv. Nutzen Sie den Stimulus im Fragebogen, um zu sagen, ja, das hat bei mir stattgefunden, aber insbesondere die soziale Handlungswirksamkeit. Und das ist ein Befund, den kennen wir auch schon aus unserer ersten Studie, die wir zu Service Learning durchgeführt haben. Da haben wir die Studierenden auch gefragt, in verschiedenen Veranstaltungsformen, in der Vorlesung, in einer konventionellen Übung, in der Service Learning Veranstaltung und in einem Praxisseminar, haben die Studierenden auch gefragt, wie sieht es denn aus? Hattet ihr das Erleben soziale Handlungswirksamkeit? Hat sich euer Selbstbild verändert? Das gleiche Bild hier auch, die soziale Handlungswirksamkeit als subjektive Folge von Service Learning wird höher eingeschätzt, nicht nur im Vergleich zu den anderen Veranstaltungsformen, sondern auch im Vergleich sozusagen ipsativ zum Selbstbild, zur Selbstbildveränderung. Das heißt, wenn Personen, egal ob Schülerinnen oder Schüler, Studierende aus Service Learning rauskommen, dann haben sie offensichtlich einen Gap, durchaus. Irgendwie habe ich schon ein bisschen was bewirkt, von dem ich vorher nicht wusste, dass ich es vielleicht bewirken kann.
Schaut man sich jetzt aber das gleiche Konstrukt, die soziale Handlungswirksamkeit, dieses subjektive Empfinden, da ist was besser geworden. Im Zeitverlauf an, im Vergleich, und das sind jetzt Studierende hier, von Service Learning, dunkle Linie, und einer konventionellen Veranstaltung, helle Linie, dann sehen wir hier, es gibt zwischen den beiden Gruppen keine Veränderung. Was sind das für zwei Gruppen? Die blaue Linie sind Studierende im Studiengang Bachelor Pädagogik an der Uni Würzburg, die über zwei Semester hinweg konsekutiv an einer Service Learning Veranstaltung teilgenommen haben, zu zwei Themenschwerpunkten, Sprach- und Lernförderung. Die Studierenden haben mit Kindern und Jugendlichen in diesen Bereichen gearbeitet. Sprachförderung, wenn es eben Kinder waren mit beispielsweise Migrationshintergrund, aber auch solche, die eher bildungsfern waren. Lernförderung vor allem für Kinder und Jugendliche, die Herausforderungen hatten im Bereich des selbstregulierten Lernens beispielsweise. Und alles zusammen im Wesentlichen auch Beziehungsarbeit mit den Kids und Jugendlichen, die sonst eher niemanden mal einmal die Woche für sich haben. Es gibt immer wieder die wiederkehrende Geschichte, dass die Studierenden nach 4 Wochen kommen und sagen, oh, mein Kind ist mir schon entgegengekommen auf dem Schulhof und hat ganz laut gebrüllt, haha, da kommt meine Service-Learning-Studierende. Ja, und waren ganz stolz darauf, dass sie für sich selber jemanden haben, den die anderen dann nicht haben. Die andere Gruppe sind Studierende, die haben sich auch mit Sprach- und Lernförderung auseinandergesetzt, allerdings in einem konventionellen Seminar. In diesem konventionellen Seminar haben wir aber, weil wir es vergleichbar halten mussten, um die Effekte von Service Learning als Theorie-Praxis-Verknüpfung abbilden zu können, mussten wir den Studierenden in der konventionellen Veranstaltung auch die Möglichkeit geben, sozusagen in irgendeiner Form Praxisbeispiele kennenzulernen, auch wenn sie eben nicht selber erleben. Das heißt, wir haben Vignetten entwickelt und diese Vignetten waren sozusagen Fallbeispiele, ungefähr eine halbe Seite lang, wo eine spezifische Situation geschildert wurde, anhand derer die Studierenden in der Reflexionssitzung dann darüber reflektiert haben, wie ist denn das Verhältnis von Theorie und Praxis. Das heißt, der Unterschied zwischen den beiden Bedingungen bestand darin, dass die Service-Learning-Studierenden tatsächlich mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet haben und, wenn man so will, Woche für Woche das Scheitern pädagogischer Theorien erlebt haben, und Studierenden, die eine halbseitige Vignette hatten. Und da kommt es eben ins Spiel, wo ich gesagt habe, unsere Vignetten sind wahrscheinlich zu gut. Unsere Reflexionssitzungen sind irgendwie zu gut. Was wäre, wenn wir das jetzt mal, was wir in Zukunft tun werden im nächsten Schritt, was wäre denn eigentlich, wenn wir das Reflexionsmodul manipulieren? Denn die Service-Learning-Veranstaltungen laufen so ab, dass eine Woche theoretischer Input kommt, die nächste Woche Reflexion über diesen theoretischen Input. Den gleichen Ablauf haben wir aber auch bei der konventionellen Lehrveranstaltung. Das heißt, es wird in einer Woche theoretischer Input gemeinsam generiert. In der nächsten Woche wird dann allerdings nicht anhand von Praxiserfahrung, sondern anhand der Vignetten über den theoretischen Input reflektiert. Und wenn man sich diese beiden Gruppen anschaut, das sind mittlerweile Daten von Studierenden knapp über 300, die wir haben. In diese Grafik geht ungefähr die Hälfte ein. Was den Vergleich von Service Learning und Nicht-Service Learning angeht, sehen wir hier im Grunde keine Veränderung über die Zeit, wo wir sagen könnten, die wäre tatsächlich auf den Besuch einer Service Learning Veranstaltung zurückzuführen. Das war nicht das, was wir rausbekommen wollten. Wahrlich nicht. Ist auch ein bisschen blöd, einen Folgeantrag bei der DFG zu formulieren. Wir haben nichts rausbekommen, aber wir gucken nochmal. Da müssen wir schon genau sagen, wo wir eigentlich gucken wollen und was wir eigentlich verändern wollen, damit wir da tatsächlich eine vernünftige Begründung haben. Und so weit sind wir einfach noch nicht. Wir wissen es tatsächlich im Moment noch nicht, wo wir gucken wollen. Denn wenn ich weitergehe, die Studienmotivation war so die erste Grafik, die wir vorliegen haben, und dann so, oh ja, bitte. Die Studienmotivation ist signifikant verschieden. Und das ist der Moment, wo ich mich dann wieder daran erinnere, dass ich mal eine Methodenausbildung hatte, wo mir mal jemand in der Vorlesung gesagt hat, bitte auch auf die Mittelwerte gucken. Nicht nur auf die 3 Sternchen in SPSS, die sagen, es ist signifikant. Wir haben nämlich hier den Effekt, dass die Studienmotivation bei den Service-Learning-Studierenden sinkt. Das ist auch ein Interaktionseffekt von Zeit- und Veranstaltungsform, sodass wir im Grunde sagen müssten, lieber kein Service-Learning, wir machen lieber konventionell, weil dann bleibt deren Studienmotivation wenigstens stabil. Eine Differenz von 0,2 Skalenpunkten ist jetzt nicht so die Welt, dass wir sagen, wir schaden denen dauerhaft, wenn wir sie weiterhin in Service-Learning bringen. Aber das war nicht der Anspruch, den wir am Anfang hatten. Wir interpretieren das Ganze mittlerweile als einen ganz normalen Praxisschock, den man hat, wenn man eben in die Praxis reinkommt und gleichzeitig sieht, an wie vielen Stellen vielleicht so ein Studium auch mal echt nutzlos sein kann.
Wenn wir dann weitergehen zum nächsten Bereich, zum Studium, was das Fachinteresse angeht, als einen zweiten Aspekt zum Studium, eben hatten wir schon die Motivation, dann haben wir hier Service Learning und konventionelle Studierende miteinander verglichen und haben hier einen ganz klassischen Selektionseffekt. Die Studierenden können ja selber wählen, was sie machen wollen von den beiden Sachen. Wir zwingen sie nicht mehr dazu, das ist tatsächlich ein bisschen schief gegangen, als wir das am Anfang gemacht haben. Und da sehen wir hier einen Selektionseffekt, das Fachinteresse geht insgesamt ein bisschen zurück, zum Glück nicht signifikant, ansonsten müssten wir den Studiengang Pädagogik wahrscheinlich insgesamt in Würzburg dicht machen. Aber es ist eben so, dass das Interesse am Fach bei den Service Learning Studierenden, das ist kein wahnsinnig dicker Effekt, aber doch signifikant größer ist, bereits wenn sie überhaupt in das Service Learning reingehen. Jetzt kommt gleich die Frage, aber das ist doch hier zum Messzeitpunkt 2 erhoben, das Fachinteresse, was ist eigentlich am Anfang mit denen? Dazu haben wir eine Prokrastinationsstudie gemacht. Wir haben Studierende verglichen, die früh angefangen haben im Studium und die spät angefangen haben im Studium mit Service Learning. Da replizieren wir den Effekt. Die mit einem hohen Fachinteresse fangen früher an. Jetzt ganz kurz, habe ich die Frage schon beantwortet? Nein. Mist. Vielleicht kann man das auch später noch anschieben. Das ist mir jetzt gerade auch aufgefallen. Mhm. Gibt es auch vielleicht noch Untersuchungen oder Aussagen, jetzt nicht nur zum Mittelwert, sondern zum Thema Varianzen? Also es könnte jetzt mal eine Interpretation, einige sind extrem, dass es da irgendwie Wallung, Konzentration gibt. Ja. Wissen Sie davon? Ja, weiß ich was davon, habe ich gleich was Wunderschönes für Sie. Ja? Die Variationen sind natürlich dann der nächste Schritt, was dann spannend ist, kann ich Subgruppen identifizieren, die sich durch besondere Merkmale auszeichnen, die in irgendeiner Form besonders anspringen auf das hochschuldidaktische Konzept Service Learning. Genau. So, also, Fachinteresse, Selektionseffekt, wenn wir uns dann die Reflexionsfähigkeit anschauen, und das war ja eine unserer großen Hoffnungen. Wir wissen, Reflexion ist ein zentraler Bestandteil von Service Learning, sozusagen das elementare Scharnier, das ist ein wichtiger Qualitätsstandard von Service Learning, das elementare Scharnier in der Verknüpfung von Theorie und Praxis. Und diese Reflexionsfähigkeit haben wir zweifach gemessen, einmal als Selbstzuschreibung, global, das ist das, was wir jetzt hier drin haben, und wir haben es dann zerlegt nach dem Reflexionszirkel, den wir für das Projekt theoretisch entwickelt haben, auf den komme ich dann gleich noch. Das hier ist zunächst mal die Selbsteinschätzung der Reflexionsfähigkeit. Die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen sind nicht signifikant. Ich bin immer froh, wenn zwei Linien nicht direkt aufeinander liegen, dann kann man wenigstens sagen, dass wir noch zwei Studierendengruppen hatten, die wir miteinander vergleichen wollten. Und es ändert sich auch über die Zeit in der subjektiven Einschätzung nichts. Das wird ein bisschen konterkariert durch eine frühere Studie, die wir gemacht haben, wo die Studierenden aus Service Learning sich selber einen sehr, sehr hohen Lernzuwachs attestiert haben. Ja, die haben im Vergleich zu den anderen Veranstaltungsformen gesagt, am Ende dieses Semesters, ja, habe ich richtig was gelernt, während die anderen gesagt haben, so, nee, eigentlich nicht, aber es war schön im Warmen zu sitzen. Das, wenn ich das jetzt runterbreche und sage, ich operationalisiere konkreten Lernzuwachs anhand von bestimmten Bereichen, in diesem Fall Reflexionsfähigkeit, finde ich hier im Grunde keine wirklichen Effekte. Übrigens auch nicht, wenn wir das Ganze mit dem BEFA-Comp messen, dem Berliner Inventar zur Evaluation von Lehrveranstaltungen, wo es ja die Fachkompetenz, Personenkompetenz, Methodenkompetenz gibt. Auch da haben wir im Grunde Flatline zwischen den Veranstaltungen im Vergleich und über die Zeit, sodass diese subjektive Theorie darüber, ich hätte durch Service Learning mehr gelernt, sich dann nochmal wieder zerlegt, wenn wir es in konkrete Kompetenzbereiche zergliedern. So, dann haben wir aber noch etwas anderes gemacht, zwar auch als Selbstauskunft, aber wir haben den Studierenden im Fragebogen eine Vignette vorgegeben, eine Praxissituation vorgegeben, und sie sollten anhand dieser Praxissituation in der Vignette einschätzen, wie weit sie in der Lage sind, auf den verschiedenen Phasen zu reflektieren. Wir haben insgesamt 5 Phasen der Reflexion, ich komme gleich noch dazu, haben also gesagt, okay, eine globale Reflexionsfähigkeit ist es vielleicht nicht, vielleicht schaffen wir es mit Service Learning an einem ganz bestimmten Punkt, dieser Reflexionsfähigkeit anzudocken und da sozusagen Steigerungen zu erzeugen. Hier in der Phase 3, da geht es um die theoretische Kontextualisierung der Praxis, sehen wir einen leichten signifikanten Unterschied, der aber wirklich nur auf dem 10%-Niveau als Interaktionseffekt von Zeit und besuchter Veranstaltungsform. Naja, nicht wirklich signifikant wird, nur die Mediziner arbeiten mit 10%. Wirkliche Forscherinnen und Forscher setzen da schon 5%iges Signifikanzniveau an. So, sodass wir hier im Grunde, auch wenn wir die einzelnen Phasen betrachten, nicht so richtig daran kommen. Generell auch die metakognitiven Fähigkeiten als das, was wir sozusagen als grundlegendes kognitives Konstrukt hinter der Reflexionsfähigkeit nehmen. Das ist eine etablierte Skala, die wir verwendet haben zu den Metakognitionen. Auch hier das gleiche Bild. Wir kommen nicht ran. Es passiert nichts. Beim zentralen Bestandteil von Service Learning, nämlich Reflexion. Bisschen was Schönes gibt's.
subjektiv haben die Studierenden zumindest den Eindruck, dass das, was sie in Service Learning machen, eine stärkere Berufsrelevanz hat, also der Transfer in ein mögliches Praxisfeld nach dem Studium für sie irgendwie eher ersichtlich ist. Und das ist auch ein astreiner Effekt über die Zeit, ein Interaktionseffekt, den wir dann auch tatsächlich so nachweisen können, dass das bei den Service-Learning-Studierenden sich verändert, sodass wir, wenn wir summa summarum auf alles zusammenkommen, sagen können, okay, wenn wir uns das Tableau der Erwartungen nehmen und der Wünsche nehmen, was Service-Learning eigentlich alles kann, das habe ich jetzt mal orange gemacht, weil das mein eigener Wunschtraum ist. Ich zeige auch noch gleich, dass wir da durchaus hinkommen können, was die Reflexion angeht, die Reflexionsfähigkeit. Aber erstmal so richtig gedeckt ist es nicht, aber Employability würde ich sagen, ja, wenn die selber den Eindruck haben, das bringt ihnen was für die Praxis, dann macht sie das vielleicht für die Praxis auch ein bisschen geeigneter und ein bisschen eben beschäftigungsfähiger. Ich weiß noch nicht genau, wie die theoretische Brücke geht, aber ich bin jetzt hier mal großzügig. Wenn man sich das zunächst mal so rein deskriptiv anschaut, dann ist es tatsächlich ernüchternd und bedeutet im Grunde nur das, was wir eigentlich aus allen Feldern der Lehr-Lern-Forschung wissen, behandelt weder das Lehren noch das Lernen als Blackbox. Tut nicht so, als gibt man vorne was rein und hinten kommt dann das raus, was wir erwarten. Aber genau das tun wir im Moment. Wir sagen Service Learning, wir sagen nicht Service Learning unter bestimmten Bedingungen, bei bestimmten Studierenden oder unter bestimmten sozialen Kontexten, sondern wir sagen Service Learning. Verändert diese Bereiche. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, wissenschaftshistorisch betrachtet, ist das ein ganz normaler Prozess, dass wir erstmal anfangen zu stochern, ein bisschen theoriegeleitet, aber trotzdem stochern, was denn da eigentlich passiert. Und müssen uns gar nicht wundern, dass wir am Anfang feststellen, na, global passiert da gar nichts. Das war auch bei keiner konstruktivistischen Unterrichtsform vorher so, wenn wir mal Service Learning als eine konstruktivistische Variante interpretieren. Was wir also im nächsten Schritt brauchen, sind Ideen und Annahmen darüber, wo wir denn bei den Bedingungen ansetzen können. Und da wissen wir generell aus der Lehr-Lern-Forschung, das ist schon eine spannende Geschichte, aber auch eine komplexe Geschichte. Ich habe mal spaßeshalber das Rahmenmodell hochschuldidaktischer Forschung von Wild und Jahnke aus dem Ordner, der sich ständig erweitert, dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe, dieses Rahmenmodell rausgenommen, weil es sehr schön zeigt, dass das kein simples Unterfangen ist, sich dem zu nähern. Dass es nicht trivial ist, einfach zu sagen, wir gucken uns irgendwelche Voraussetzungen an, sondern wir brauchen halt schon wirklich auch ein Raster, an dem wir uns Stück für Stück abarbeiten können. Und selbst wenn ich dieses Raster jetzt mal runterbreche auf ein anderes, älteres Modell von Wild, der gesagt hat, Hochschullehre, Hochschuldidaktik bewegt sich im Kreis von Methoden, Zielen, Medien, Sozialformen, Lernsituationen und so weiter auf der einen Seite und der Trias aus Lehrenden, Lernenden und Wissenstransfer auf der anderen Seite. Dann habe ich noch kein Modell, das ich operationalisieren kann. Da habe ich keine Hypothese drin. Da ist keine Hypothese, die sagt, die Methode von den Lehrenden angewandt, nutzt den Lernenden. Ist da nicht drin. Aber ich habe zumindest mal ein Raster, auf welche Variablenklassen wir schauen können im nächsten Schritt. Und dann zu sagen, für welche dieser Variablenklassen brauchen wir denn eigentlich mal eine Theorie, mit der wir uns dem Ganzen nähern. Das heißt, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, das hier alles ist das, was potenziell auf uns zukommt. Und jetzt habe ich so meine Fantasien, wie so ein DFG-Antrag aussehen könnte, weil da ist noch eine ganze Menge zu erforschen in diesem Bereich. Aber ernsthaft ist es eben so, dass wir uns tatsächlich nicht global, sondern Schritt für Schritt diesem Ganzen nähern können. Und wenn wir dann beispielsweise mal uns nach Wild orientieren und sagen, okay, dann fangen wir doch einfach mal oben an. Nehmen wir das als erstes, nehmen wir die Methode doch mal unter die Lupe. Erstens, wir haben eine große Interpretationsvielfalt, was unter Service Learning verstanden wird an verschiedenen Standorten und wie es methodisch umgesetzt wird. Das ist auch gar nicht schlimm. Das ist ja ein schönes Experimentierfeld. Aber deshalb können wir nicht sagen, Service Learning bringt prinzipiell diesen Benefit. Also, wenn wir einfach mal oben anfangen würden bei den Methoden, das ist das, was wir gemacht haben, sagen, okay, Methode Reflexion. Wenn ich Reflexion als Methode einsetze, dann soll sie, so unsere theoretische Annahme, einem Reflexionszirkel folgen, den wir ganz in Manier von Wissenschaft in vielen anderen Bereichen geklaut haben. Das sind nämlich drei Reflexionsmodelle, die wir in eins zusammengepackt haben. Unter anderem Bout & Walker steckt dahinter als Reflexionszirkel. Dann haben wir fünf Phasen, die man als Reflexion antriggern soll bei Service Learning, so unsere Hypothesen. Nämlich die erste Phase, was habe ich erlebt? Die Erinnerung an die Erfahrung, möglichst eben zu beschreiben. Das Bewusstwerden von Gedanken und Emotionen über die Frage, was habe ich in der Situation gedacht und gefühlt?
und das auch wirklich so analytisch lernen sollen zu trennen. Die dritte Phase, wie lässt sich die Situation theoretisch eigentlich erklären? Habe ich Anknüpfungspunkte von meiner Theorie, die ich vorher gelernt habe? Und bin ich dann vielleicht in der Lage, die Situation theoretisch zu bewerten und daraus aus dieser theoretischen Bewertung Handlungsoptionen für die Zukunft abzuleiten? Wie gesagt, das ist überhaupt nicht neu. Das kommt aus dem Experiential Learning. Ja? Aber wenn man es jetzt mal nimmt und sagt, okay, wir wissen aus dem Experiential Learning, dass das Phasen sind, die Lernen durchlaufen, dann kann ich das durchgehen. Wir hatten eine, ausgerechnet ich hatte im Seminar eine Studentin, die wurde von ihrer verhaltensauffälligen Schülerin irgendwann mal, weil sie frustriert war, mit einer Schere angegriffen, weil sie keinen Bock mehr hat, ihre Hausaufgaben zu machen. Natürlich keine schöne Situation. Und das passiert in dem Augenblick, als die Mutter in den Hausaufgabenraum reinkam. Da ist das Kind völlig ausgetickt. So. Dann ist es natürlich, abgesehen davon, dass es schon eine grenzwertige Situation ist, eine gute Möglichkeit, an solchen Reflexionszirkeln durchzulaufen. Erstmal zu schauen, was habe ich erlebt, was war die Situation, wie habe ich mich dabei gefühlt, ja, Angst, klar, Unsicherheit, was habe ich in dem Moment gedacht, wie komme ich aus der Nummer wieder raus, die theoretische Kontextualisierung, was habe ich eigentlich für eine Theorie, die mir erklären kann, was da eigentlich gerade passiert ist. Warum in dem Moment, als die Mutter reingekommen ist? Kriege ich irgendeine Theorie zusammen aus der Familienpsychologie oder aber kriege ich irgendeine Stresstheorie zusammen oder irgendeine Theorie, die sich mit Frustrationstoleranzen befasst, die mir vielleicht erklärt, was da passiert? Um dann im nächsten Schritt zu bewerten, was war eigentlich mein eigener Anteil daran? Wo habe ich vielleicht einen bestimmten Impuls gesetzt, einen bestimmten Reiz gesetzt, der zu Herausforderungen für das Kind geführt hat? Was war mein eigener Anteil oder was war auch, ganz wichtige Erkenntnis, etwas, was ich nicht steuern und beeinflussen konnte? Realistisches Feedback im Grunde auf die eigene Situation und dann im nächsten Schritt zu schauen, wie kann ich denn in Zukunft eine Situation von meiner Seite aus so, ich sage jetzt mal kontrollieren überspitzt, dass diese Situation so eben nicht mehr auftritt. Oder auch die Erkenntnis, kann ich eigentlich gar nicht, also Finger weg, ist nicht meine Kompetenz. Ein ganz wichtiger Lernschritt, den auch Studierende bei uns in den Service Learning Seminaren haben, die dann einfach mal anfangen wollen, Dyskalkulie, Legasthenie und ADHS zu therapieren und sagen, Finger weg, können wir nicht, sind wir nicht für ausgebildet, müssen Profis ran, ist nicht unser Feld. Ja, wir können andere Sachen. So, aber das ist eben auch ein möglicher Ausgang. Weshalb wir übrigens auch glauben, dass die tatsächlich durchaus einen gehörigen Praxisschock teilweise haben, weil sie nämlich spätestens an diesem Schritt merken, ich kann gar nicht mechanistisch kontrollieren als Pädagoge oder Pädagogin, sondern es gibt viele sozusagen Freiräume, auf die ich gar keinen unmittelbaren Zugriff habe. Was ja auch gut so ist. Wenn wir uns jetzt mal diesen Reflexionszirkel anschauen und dann einzelne Phasen herausgreifen, dann sind wir tatsächlich in der Lage, die Veränderung vorherzusagen. Es ist jetzt Service Learning und nicht Service Learning. Aber wenn wir es schaffen, bei Studierenden vor allem diese vierte Reflexionsphase, die theoretische Einordnung anzutriggern, wenn wir das hinbekommen, dann können wir die, und das ist jetzt entscheidend, Veränderung der Personalkompetenz, also die selbst zugeschriebenen Kompetenzen mit bestimmten Situationen dann eben auch umzugehen, positiv beeinflussen. Nochmal, sind Service Learning und Nicht-Service Learning Studierende zusammen. Egal, ob in der konventionellen oder in der Service Learning Variante, wenn wir durch ein gutes didaktisches Umsetzen diese P4 angetriggert haben, der Effekt ist nicht stark, ja, wir reden hier im Grunde von 4% aufgeklärter Varianz bei 0,24, aber dann sind wir zumindest mal in der Lage, nicht was schlimmer zu machen. Oder, wenn wir einen Schritt weitergehen und die Reflexionsfähigkeit selbst vorhersagen wollen, und das ist in diesem Fall die Reflexionsfähigkeit P5, also fünfte Phase, Handlungsoptionen für eine spätere Situation aus der theoretischen Kontextualisierung abzuleiten, dann sehen wir, dass die Veränderung der Reflexionsfähigkeit, weil ich für den Messzeitpunkt 2 kontrolliere, durch die Praxisqualität und den Nutzen des Tagebuchs vorhergesagt werden kann. Und da haben wir Ihre aufgeklärten Varianzen, Ihre Subgruppen, wenn man so will. Ja, die Radikale, die da so rumschwirren in unserem Datenpool. Wo wir nämlich sagen können, die Reflexionsfähigkeit, was die Handlungsoptionen angeht, nimmt unter zwei Bedingungen zu, nämlich wenn die Praxisqualität von den Studierenden hoch eingeschätzt wird. Dahinter verbergen sich auch wieder so ein paar Aspekte, die wir näher klären müssen. Was macht eine gute Qualität der Praxiseinrichtung eigentlich aus? Aber wenn sie eben das von uns zur Verfügung gestellte Tagebuch, Reflexionstagebuch einsetzen, das genau diesen fünf Phasen folgt. Dann sehen wir als Verlauf bei der Reflexionsfähigkeit
dann nicht mehr den Vergleich von Studierenden in Service-Learning-Veranstaltungen oder Nicht-Service-Learning-Veranstaltungen, sondern wir sehen den Vergleich von Studierenden, und das ist dann wirklich ein sehr starker Effekt, den Vergleich von Studierenden, die einen hohen Nutzen in diesem Reflexionstagebuch sehen, die das auch wirklich als Reflexionstool genutzt haben. Im Vergleich zu denjenigen Studierenden, die dieses Reflexionstagebuch zwar genutzt haben, aber im Grunde gesagt haben, naja, das ist halt eine weitere akademische Aufgabe, die muss ich erledigen, alle 2 Wochen muss ich das Ding auf die Moodle-Plattform hochladen. Und damit bekommen wir einen neuen Zugriff auf die Frage nach möglichen Wirkungen von Service Learning, die uns nicht mehr so sehr danach jagen lässt, wie muss eigentlich Service Learning im Vergleich zu Nicht-Service Learning sein, sondern wie muss die Reflexionsfähigkeit in einer hochschuldidaktischen Variante angetriggert werden, dass wir die Möglichkeit haben, solche Veränderungen auch mit sich zu bringen. Jetzt haben wir das Ganze schon eigentlich 2009, 2010 mal geschrieben, bezogen auf den eher faden Nutzen von Service Learning. Und ich habe diesen Artikel damals Herrn Hofer vorgelegt, den ich für die ZFPET geschrieben habe. Und erstmal hat er mir das Ding natürlich ordentlich diagonal korrigiert. Zum Glück an Qualität dadurch gewonnen. Und er hat mir einen Satz geschenkt. Er hat nämlich in mein Manuskript zum Schluss einen Absatz reingeschrieben, den ich so gut fand, dass ich gefragt habe, Herr Hofer, darf ich den klauen? Und er meinte, ja, machen Sie nur. So, danach kam diese ganze Geschichte mit Schaban. Das war dann nicht mehr so lustig. Dann habe ich ihm immer gesagt, durfte ich den wirklich haben? Ja, kein Problem. Er hat nämlich einen Satz reingeschrieben, dieses Manuskript zum Schluss, sogar könnte eine Unterlegenheit von Service Learning akzeptiert werden, wenn stattdessen andere positive Effekte auftreten. Das heißt, was er gemacht hat, ist, er hat mir Jungspund gesagt, jetzt seien Sie mal nicht so ein Heißsporn, da muss nicht gleich sofort die Weltverbesserung rauskommen, sondern wir können ja auch mal schauen, ob nicht Service Learning als hochschuldidaktische Variante, wenn wir sie sowieso schon machen und machen wollen, nicht wenigstens noch andere Nebeneffekte hat, die wir vielleicht gar nicht zwingend nachweisen müssen. Jetzt ist aber der Punkt, dann müssen wir die aber auch so benennen und können nicht sagen, Service Learning hat einen positiven Impact, sondern wir sagen, wir wissen noch nicht so genau. Aber was ich eigentlich ganz charmant finde an Service Learning ist, dass davon Kinder und Studierende profitieren, die eine Bezugsperson haben, mit der sie mal 1 Stunde, 1,5 Stunden pro Woche arbeiten können, wo pädagogische Beziehungsarbeit stattfindet, die es ohne Service Learning nicht geben würde. Und deshalb habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen, weiterhin Service Learning anzubieten, weil ich weiß, wir haben Kids in Würzburger Stadtteilen, die deutlich weniger bildungsaffin sind, als das in anderen Stadtteilen der Fall ist, die aus einem Milieu kommen, wo es schön ist, mal positive Beziehungsarbeit zu haben. Ich sage, wenn ich 60 Studierende pro Jahr habe, die ich quasi als Paten, als Mentoren, als Big Brother oder Big Sister diesen Kindern oder Jugendlichen zur Verfügung stelle, dann ist schon eine Menge gewonnen. Aber dann muss ich das auch so nennen. Das heißt, dann muss ich quasi sagen, mein Ziel von Service Learning im Moment ist, ich weiß, diese Kinder haben einmal die Woche für 1,5 Stunden jemanden, der sich nur um sie kümmert. Und das wäre dann auch das erste Positive, was ich heute Ihnen sagen kann. Dankeschön. Was heißt es denn für unsere ganze Entwicklung? Nicht nur als Hochschulnetzwerk, sondern auch die Entwicklung der Hochschulen, die sich mit Service Learning beschäftigen. Diese Fragen stellen Sie bitte jetzt direkt an Herrn Professor Reinders. Ich würde einfach um Wortmeldungen oder Kommentare bitten. Die erste ist schon da. Wir haben jetzt Mikro. Und mit Mikro ist dann jetzt ja besser, damit die unten das auch gescheit hören. Also ich gebe dann das Mikro kurz. Herzlichen Dank. Also was mir direkt aufgefallen ist eigentlich, ich bin jetzt aus dem technischen Bereich, Techniker, und das war ja jetzt so, dass jetzt da bei den Sozialpädagogen oder diese, was war das jetzt für ein Studiengang, die Sozialwissenschaftler, da war es für mich schon relativ klar, dass sich da nicht viel verändert, vielleicht, weil ich mir gedacht habe, die sind ja eh in dem Bereich tätig, das ist ja in einem späteren Beruf irgendwo. Aber bei uns ist ja so, wir machen ja auch Service Learning und wir machen ja auch sozial engagierte Projekte mit technischen Studierenden aus dem technischen Umfeld. Und vielleicht wird es da ganz anders aussehen. Also da wird sich vielleicht diese Employability nicht so stark vielleicht verändern oder erhöht dadurch, aber vielleicht die anderen sozialen Kompetenzen. Und da wird es vielleicht dann komplett anders ausschauen, weil die halt mit dem Bereich normalerweise nicht konfrontiert werden.
Also die müssen dann wirklich mal raus und dann in die Gesellschaft was tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass man so eine Studie auch mal eben anders durchführt, eben jetzt genau die gleiche Studie, bloß eben mit Studierenden aus dem technischen Umfeld. Das ist eine Steilvorlage. Herzlichen Dank. ich greife das vielleicht auf. Genau, vielleicht. Und die Frage wäre, inwieweit das einfach etwas ist, was wir uns in anderen Studiengängen mit anderen Zugängen auch mal anschauen können. Ich würde sogar sagen, anschauen müssen. Denn, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Service Learning ist im Moment eine Blackbox mit vielen verschiedenen Variationen. Sie haben die fachliche Variation angesprochen, die ja im Grunde wenig diskutiert wird, weil die meisten Service Learning-Studierenden sind in sozialwissenschaftlichen Studiengängen unterwegs oder sind dort in irgendeiner Form eingebunden. Das ist ja eher noch ein bisschen eine Ausnahme. Insofern würde ich Ihre Steilvorlage aufgreifen und sagen, wir haben die Instrumente, die Fragebögen alle komplett fertig. Sie kriegen das Bundle, Sie sagen uns, wie viele Sie brauchen und Sie kriegen Ihre Auswertung gratis. Versprochen. Super, ja. Ja, machen wir. Ja, jetzt ernsthaft, das, weil genau das kann man sich anschauen. Und wenn das Interesse insgesamt da ist, wir haben das gesamte Paket mit den entsprechenden Instruktionen zur Anwendung da. Das heißt, es ist im Grunde so ein McDrive für Wissenschaft. Würden dann halt nochmal gucken, wie weit es dann eben Schulungsbedarf gibt. Aber ja, sehr gerne. Wenden Sie sich einfach an Herrn Sporer, der sammelt, oder? Sammelt es bestimmt gerne und dann würden wir natürlich diese Pakete zurechtschieben, klar. Sehr schön. Ja? Noch eine kurze Frage, kann man die Vorträge haben oder wie sieht es aus? Ja, ich habe es gerade gesagt, es sind zwei Grafiken drin zu den Schülerinnen und Schülern, die sind so warm, das muss ich erst mit den Stiftungen noch absprechen, weil Stiftungen natürlich auch die Rückfrage, wieso kriegen jetzt andere gesagt, dass bei uns nichts rauskommt, aber wir wollten das erstmal intern diskutieren. Alles klar, danke schön. Ja. Das ist übrigens, während das Mikro weitergegeben wird an den Holger Akos Maul, der Herr mit dem vielen Haaren auf dem Kopf, ist es tatsächlich eine interessante Frage. Also wenn Sie so ein Bundle haben, so ein McDrive, dann ist es tatsächlich eine interessante Frage, nicht nur für andere Disziplinen, die es ja durchaus gibt, wenn man an Fachhochschulen anguckt, dann sind es ja wesentlich mehr technische Disziplinen, möglicherweise, sondern auch die Möglichkeit, tatsächlich die eigene Praxis nochmal untersuchen zu lassen. Und wenn das ist ja häufig die Schwierigkeit bei der eigenen Praxis, wie kriege ich jetzt die Instrumente her, etc. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, die natürlich nicht alles erschlägt, aber vielleicht ein weiterer Schritt. Ja. Das ging so ein bisschen in der Begeisterung eben unter, aber ich habe das richtig verstanden, Sie sind jetzt forschen, gratis zu haben. Ja, ich werde ja auch Steuergelder bezahlen, also von daher. Okay. Bei Service Learning, was natürlich, glaube ich, ein kleines Problem ist, ist es ja ein kleines singuläres Ereignis, was wir untersuchen. Und ob man da Effekte wirklich feststellen kann, die den harten Anspruch der Wirkung erfüllen. Ich glaube, da kann man auch ein bisschen skeptisch sein. Vielleicht müsste man, und das fand ich eben interessant, die offenen Enden, die Sie auch in Ihrem Vortrag deutlich gemacht haben, dann doch stärker biografisch gucken, wann wirkt sich Engagement von der Schule bis hin aus und welche Änderung hat das. Aber das wäre ein sehr großes DFG-Programm mit viel, viel Geld und viel Steuermittel. Der zweite Punkt, den ich interessant fand bei den offenen Enden, war der Hinweis, welche Effekte hat das möglicherweise zart angedeutet auch für die Zivilgesellschaft. Vielleicht sind es ja andere Effekte, die Service Learning hat für Organisationen und Institutionen, sprich für die Zivilgesellschaft. Sie haben dieses schöne Bild gehabt, auch ein bisschen individualisiert zum Schluss. Was heißt das eigentlich für die Organisationen, die sich beteiligen aus der Zivilgesellschaft und was heißt es möglicherweise, dass ein anderes Ende, da schweigen wir immer so ein bisschen, für die Institutionen, Hochschule, in der man es anwendet, verändert sich da etwas. Aber das sind offene Ringe, wenn man mit 44 noch ein bisschen was vorsieht. Ah ja, schon mal. Also der erste Punkt ist, würde ich Ihnen vollkommen recht geben, ich habe es vorhin schon mal in der persönlichen Diskussion gesagt, die Vorlesung ist ein hochschuldidaktisches Instrument, das es gefühlte 3000 Jahre gibt, die steht aber nicht unter einem Rechtfertigungszwang, sondern sie gehört einfach zum Arsenal der Hochschullehre dazu, ob wir sie nun gut finden oder nicht. Ich finde sie an manchen Punkten auch persönlich sinnvoll, ja, weil es mir einen Zugang bietet, ein Thema aufzubereiten. Aber trotzdem ist es nicht so, dass jemand fragt, wie ist denn das mit der Vorlesung eigentlich im Vergleich zu einem konventionellen Seminar? Ist das besser oder nicht? So, das heißt, wir sind hier schon auch sehr kritisch. Das Zweite ist, Sie haben es angesprochen, die Effekte zu welchem Zeitraum, auch zu welchem biografischen Zeitraum, ist vielleicht am Beginn des Studiums oder aber vielleicht in der Sekundarstufe 2 oder Sekundarstufe 1, sind da vielleicht andere
Effekte zu erwarten, sofern wir sie überhaupt herauskristallisieren können. Aus den Vereinigten Staaten wissen wir aus Studien, die diese K-12-Geschichte mal gemacht haben, vom Kindergarten to Grade 12, dass es tatsächlich unterschiedliche sensible Phasen für unterschiedliche Varianten von Service Learning gibt, die einen unterschiedlichen Outcome haben. Wäre eine weitere Variation neben der fachlichen Variation, die wir berücksichtigen müssen. Ich würde aber trotzdem den Anspruch formulieren und sagen, wenn wir mit einer neuen Lehr-Lernform kommen, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir sagen, wir machen das, weil wir es gut finden. Dann müssen wir aber unsere ganzen Ankündigungen, was Service Learning alles kann, von unseren Webseiten, aus unseren Publikationen herausnehmen. Weil die legen uns quasi die Schraubzwinger und sagen, wenn ich das behaupte, muss ich es nachweisen. Oder ich behaupte es nicht. Muss ich ja. Es zwingt mich ja niemand, das zu behaupten. Aber es ist natürlich auch wieder die Frage, wie vermarkte ich ein Konzept, wenn ich allen sage, weiß ich nicht, ob es besser ist, macht halt Spaß. Kann ja auch mal nicht so schlecht sein im Studium. Der zweite Punkt, was knüpft jetzt an die biografische Geschichte, wissen wir tatsächlich zu wenig. Wir haben einen spezifischen Ausschnitt über einen Zeitraum von ja, 2 Semestern im Grunde. Bei den Schülerinnen und Schülern ging es über 10 Monate hinweg. Da werden keine starken Effekte erwartbar sein, aber nochmal. Es schadet ja nichts, endlich mal ein hochschuldidaktisches Konzept so zu entwickeln, dass wir Stück für Stück auch mit der Pinzette mal reinschauen und gucken, was passiert da eigentlich. Ich erinnere mich an die Diskussion, also nicht persönlich, der 1970er Jahre um die pädagogischen Werkstätten, die als sozusagen das Tool schlechthin propagiert wurden, wie man das Pädagogikstudium attraktiver, praxisnäher, selbstgesteuert etc. machen kann. Die waren sicherlich auch gut, aber die sind im Grunde vom Prinzip her wieder runtergegangen, weil wir nie wussten, unter welchen Bedingungen funktionieren sie eigentlich wann und wie. Und das wollen wir bei Service Learning gerade nicht, weil wir glauben, es ist eine konstruktivistische Form, die funktioniert. Und die anderen offenen Enden, die Sie genannt haben, das ist tatsächlich etwas, das kann man sich anschauen. Ich würde so ein bisschen vom Nukleus her anfangen und da ist die Hochschule im Nukleus drin. Das macht es eben auch mit der Hochschule. Also, da würde ich an die Institutionen, mit denen habe ich einen tollen Kontakt, wir haben über 7 Jahre ein qualitativ hochwertiges Netzwerk aufgebaut, die würden Ihnen alle direkt aufs Gesicht zu sagen, super Sache, dass ihr das macht, es ist toll. Wir hatten eine am Anfang bei unserer ersten Veranstaltung, eine Kindergartenleitung gesagt hat, das ist toll, dass sie Service Learning machen. Ich brauche nämlich eine Kraft für 38,5 Stunden die Woche. Also die freuen sich allein schon über die Ressourcen, deshalb werden die immer einen Mehrwert haben. Wir achten natürlich darauf, dass das Subsidiaritätsprinzip dann auch Geltung bekommt. Ja? So. Aber ich würde beim Nukleus anfangen und da ist tatsächlich die kritische Frage, wann ist der Turning Point, dass ein solches Konzept, das die Öffnung der Hochschule als wesentlichen Bestandteil hat, eine solche kritische Masse erreicht hat, dass es zur Kultur dieser Hochschule wird als einzelne Institution. Wir haben eine Hochschule, die jetzt so diesen Schritt schon gegangen ist, auch schon vor längerer Zeit gegangen ist. Das ist Teil unserer sozusagen Identität, dass wir Service Learning machen. Wir haben andere Hochschulen, ich sage jetzt nicht, zu welchem Typus ich hier gehöre, da wird es gerne mal für ein Hochglanzprospekt genommen, um für Studierende zu werben. Und da ist halt die kritische Frage, wie können wir das eigentlich bestimmen, wie wir das so implementieren als Lehr-Lern-Kultur, dass wir diesen kritischen Wert überschreiten. Kleine Universität, würde ich mutmaßen aus organisationstheoretischer Perspektive, kleine Universität oder Hochschule, hohe Chancen, das in eine Kultur umzuwandeln. Große Universität mit, keine Ahnung, 12.000 Lehr-Studierenden, schwierige Kiste. Ja, ich mache noch eine Frage. Mich würde interessieren, ob es unterschiedliche Strategien gibt. Ja, ich bin Lanzer Dickhoff in der Stiftung Mercator. Und mich würde interessieren, ob es unterschiedliche Effekte je nach sozialer Herkunft der Studierenden gibt. Ist das was, was Sie schon mal untersucht haben oder was schon mal untersucht wurde? Also, die Studierenden stammen aus Bayern. Einem Bundesland, in dem Akademikerkinder eine 6-fach höhere Wahrscheinlichkeit haben, ein Universitätsstudium abzuschließen oder zu beginnen im Vergleich zum sogenannten Arbeitermilieu. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Varianz drin einfach. Ja? Aber ich finde die Frage trotzdem wichtig und sinnvoll, weil ich würde eine Proxy-Variable nehmen. Ich würde die Proxy-Variable nehmen, welche der Studierenden haben selber schon mal Erfahrung mit sozialem Engagement vor ihrem Studium gehabt. Die haben, zumindest wissen wir das aus der Ehrenamtsforschung, eine höhere Wahrscheinlichkeit, zumindest eine große Affinität zu sozialen, in Anführungsstrichen, Problemstellungen zu haben. Wenn ich dem internationalen Forschungsstand Glauben schenken darf, dann profitieren die nicht mehr so stark davon. Für die ist Service Learning nochmal Katalysator im Grunde. Ja. Sondern würde sagen, mutmaßlich eher diejenigen, die wir zum ersten Mal mit diesem Konzept zivilgesellschaftlicher Verantwortung vertraut machen. Dummerweise für Deutschland finden wir keine Effekte. Wir finden nur den Selektionseffekt, hohes Fachinteresse, hohe Studienmotivation und eben schon ehrenamtlich engagiert hat, eine höhere Wahrscheinlichkeit in der Bedingung von Service Learning zu bleiben. Also insofern
müssen wir bei der Frage ein bisschen schauen. Bei Schülerinnen und Schülern glaube ich übrigens, dass das nochmal eine andere Kiste ist. Also wenn wir das vom Jim Yunus aus den USA hier replizieren können, dass Schülerinnen und Schüler auch aus bildungsfernen Milieus von Service Learning profitieren, dann wäre das schon mal ein wichtiger Zugangspunkt. Jetzt greife ich so ein bisschen zurück auf die Studie, die wir gemacht haben bei Schülerinnen und Schülern. Da finden wir das tatsächlich, dass eine, ich kann jetzt die Schulform nicht sagen, aber jedenfalls, dass eine Schule, die mit Kids aus eher bildungsfernen Milieus arbeitet, die dieses Service Learning umgesetzt hat, zu den Top-Schulen gehört, was die Effekte bei den Kids angeht. So. Und das heißt, zunächst mal, ja, das waren gute Mädels und Jungs, die das gemacht haben von Lehrerinnen und Lehrerseite, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, Service Learning geht nicht nur mit einer privilegierten Schicht, sondern es ist wahrscheinlich etwas, das wir sehr gut auch gerade als Didaktik einsetzen können für diejenigen, die Sie angesprochen haben. Aber das ist meine persönliche Annahme. Eine letzte Frage. Dann muss man leider. Ja, Sie müssen weiter. Thomas Rücke, Vertreter einer zivilgesellschaftlichen Organisation, nicht Universität. Wir haben ja, also mir fallen da so bestimmte Dinge ein. Sie haben den Wert Solidarität genommen, wie man den operationalisiert. Also es ist unglaublich, was der ja an Geschichte und Facetten und wie auch immer hat und wie man den in der Fraglichbatterie reinbekommt, von der katholischen Solidarität bis zur Arbeitersolidarität gibt es ja da eine ganze Bandbreite. Aber was mich sozusagen im Vorfeld der Solidarität immer sehr berührt hat, jetzt in Bezug auf die Flüchtlingshilfe. Es hat sich ja gezeigt, allein der Kontakt mit einer Gruppe, die man vielleicht sonst im Leben nicht mehr sehen wird, führt dazu, Vorurteile abzubauen. Also sozusagen nicht unbedingt zur Solidarität, aber das sagt die Vorurteilsforschung sehr deutlich. Deswegen sind ja sozusagen die Vorurteile möglicherweise da, wo es keine Flüchtlinge gibt, am größten. Aber die Frage ist, möglicherweise, wenn ich jetzt Studenten habe in Bezug auf die Pädagogik und setze sie sozusagen in pädagogischen Feldern ein, ist es ja vielleicht etwas anderes, als wenn Ingenieurstudenten vielleicht irgendwann mal in ihrem Leben für soziale Dinge sozusagen erlangen können. Ich glaube, der Ursprung des Service Learning ist ja im Prinzip, dass irgendwann mal vielleicht eine Funktion in der Gesellschaft, die sozusagen Dominanz, Hierarchie oben ist und Service heißt, du bist in deinem Leben irgendwann auch mal mit was konfrontiert, was du nicht kennenlernen wirst vielleicht später im Leben, aber du wirst dich daran erinnern. Also so verstehe ich das auch ein Stück weit und da würde es mich mal interessieren, ob Sie vielleicht mit solchen Gruppen auch gearbeitet haben, mit Ingenieuren oder haben Sie jetzt nur mit Pädagogen gearbeitet, die dann im Kindergarten sind. Danke für die Fragen, sehr vielschichtig. Ich fange vielleicht mit der Frage am Ende an. In unserer ersten Studie haben wir BWL-Studierende der Universität Mannheim mit drin gehabt. Da gab es eben auch eins der ersten Service-Learning-Seminare in diesem Bereich, das war Non-Profit-Management. Und da finden wir zumindest, die Stichprobe ist natürlich klein, da muss man vorsichtig sein, aber wir finden zumindest keine Abweichung vom Verlauf bei den Studierenden in der Pädagogik, die wir eben auch drin hatten. Aber MacDrive soll es ja jetzt möglich machen, dass wir eben auch diese anderen Studierendengruppen reinnehmen. Das wäre eine weitere Variation, ja, nämlich die Fachrichtung, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen so eine Persönlichkeitsgeschichte. Das Zweite ist, wir haben selber unseren Studierenden im letzten Winter 3 Wochen von allen Veranstaltungen freigegeben. Wir haben das Ganze genannt 3 Wochen helfen. Wir hatten in Würzburg einige Einrichtungen, die akuten ehrenamtlichen Bedarf haben. Wir haben uns dann mit den beiden Lehrstühlen entschieden, den Studierenden freizugeben und Vorlesung bleiben zu lassen und haben koordiniert mit den jeweiligen Einrichtungen dann versucht, so ein Netzwerk aufzubauen, wo die Studierenden mit den Flüchtlingen arbeiten. Es waren auch Pädagogikstudierende, die würden jetzt subjektiv ihre These vom Kontakt, ja, der Kontakthypothese bestätigen. Wir wissen, es ist ein bisschen komplizierter, weil wir im Vorhinein wussten, wir müssen diesen Kontakt sehr gut rahmen. Ja, wir können die nicht einfach in den Kontakt reinschmeißen, wir müssen bestimmte Rahmenbedingungen auch schaffen und erfüllen, damit eben diese positiven Effekte auch kommen und damit wir sie auch länger in der Flüchtlingshilfe halten können, diese Studierenden, was uns ungefähr zur Hälfte gelungen ist, finde ich eine ganz gute Quote eigentlich. Also prinzipiell funktioniert es nicht, aber es funktioniert tatsächlich in einem bestimmten Setting und diese Bedingungen kennen wir tatsächlich sehr gut, wann so etwas wie Vorurteile sich verändert. Zur ersten Frage Solidarität, das ist tatsächlich sehr stark psychologisch hart operationalisiert, eben über die kognitive Komponente, die Gefühlskomponente und die Verhaltenskomponente. Alles das, was wir an, was Sie genannt haben, soziohistorischen Aufladungen des Begriffs, die haben wir abgeschnitten. Das ist sozusagen raus. Vielen Dank.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, den Sie namentlich auch vornehmen und der hoffentlich Schule macht, dass wir das Thema Service Learning nicht nur propagieren, sondern auch wirklich untersuchen. Vielleicht auch mit den ganzen Wirkungen, die Sie auch schon angedeutet haben, für die Institution und insbesondere für die Hochschule. Deswegen beschäftigen wir uns als Hochschulnetzwerk auch in der nächsten Tagung mit der Frage, wie sieht eigentlich die Hochschule der Zukunft aus oder wie könnte sie aussehen. Aber zentral bleibt immer, und ich glaube, das ist wichtig, auch ein Lerneffekt, sowohl für das Hochschulnetzwerk als auch für alle Praktiker im Service Learning. Wir müssen Wege finden, wie wir die Wirkungen und die Effekte von Service Learning auch wirklich belegen, weil wir erst dann sagen können, das ist gutes Service Learning und weil wir dann die verschiedenen Gelingensbedingungen, wenn man so will, die empirisch belegt sind, auch einsetzen können. Also das eine ist ja das Belegen, das andere, man muss es dann auch umsetzen in der Praxis. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir könnten noch einen halben Nachmittag weiter diskutieren. Sie müssen weg.